Hallo und zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Weiter geht's mit der Quest Verräterkopf. Gell, begib dich zu den drei toten Bäumen. Und ich bin auch da schon hingereist, damit ihr euch den Ladescreen nicht anschauen müsst. Wenn euch denn die Folge ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr zum Schluss freuen, wenn ihr mir ein Abo, Like oder auch einen Kommentar da lasst. Ist alles gern gesehen, Leute. Gut, dass ich das gefunden und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Also immer fleißig kommentieren. Und ich werde eure Antworten dann auch... Eure Fragen auch beantworten, so gut es denn geht. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. So, auf geht's. Warte mal, den Fuchs brauchen wir da auch, oder? Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthet hier durchgekommen ist. Ich glaube, wir brauchen das noch. Oh, kann ich wieder nicht nehmen, mein Gott. Also, die Rohstoffe, das regt mich jetzt schon langsam auf. Weil alles vollgeballert ist. Eine Lure brauchen wir. Was ist denn das? Die Sägezahnlinse. Altes Metallauge. Brauchen wir das? Nee, machen wir es weg. So. Halten, durchsuchen. Fuchs. Genau. Die brauchen wir nämlich, glaube ich, noch. So. Da hinten noch ein bisschen Medizin, das nehmen wir natürlich auch noch gleich mit. Wer weiß, was uns hier erwartet. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Grünsteig. Bin ja gespannt, wie das aussieht. Hier oben ist ein Kletterpunkt oder kann man sich auf jeden Fall wieder abseilen? Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Okay, ich kletter gern. Wenn du mir denn sagst, wohin, dann kletter ich gern. Komm hier hoch. Hier geht's nicht hoch. Dann gehen wir da hoch. Gehen wir hier hoch. Und darüber wahrscheinlich, oder? Alles klar. Ist eigentlich recht gut markiert, immer muss ich sagen. Man sieht es eigentlich ziemlich schnell, wo man hin muss. Okidoki. Dann geht's hier weiter. So, mal schauen, wo wir jetzt hier rauskommen. Ich finde es echt krass, dass man da hinten noch so einen Langhals sieht. Ich kenne es ja von anderen Spielen, da hast du zwar schon eine Weitsicht, aber siehst ja keine Details mehr oder vor allem keine bewegenden Details mehr. Und hier sieht man das wirklich noch so, auf so eine weite Sicht, das ist echt cool gemacht. Da haben sie echt viel aus der PS4 nochmal rausgeholt. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthet? Kann man hier Spuren suchen? Ne. Untersuche das Lager. Achso, hier. Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Okay. In diese Richtung liegt auch die Brutstätte Zeta. Ah, die haben wir schon abgeschlossen. Gott sei Dank. Na. Jetzt. Was hier verdächtig ist, dass hier keine Maschinen irgendwie unterwegs sind. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Oder der Uthet hat sie schon alle erledigt. Muss mir auch recht. Soll ich es nicht machen? Alles Nützliche wurde entfernt.
Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh mein Gott. Nicht schon wieder die Viecher. Blitzer habe ich denn. Auf der Suche nach Esper. Habe ich sind immer Zacken schärfer, würde ich sagen, wie die grau habe ich die. Na, komm her. Der ist doch schon down, komm. Einfach umfallen. Einfach umfallen und durchbleiben. Die andere. Boah, Alter. Dann komme ich wahrscheinlich zu spät dran. So, jetzt, Baby, komm. Gnadenstoß. Wohin ist er von hier aus gegangen? Sagt der Welt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Und wir haben keine Lohbehälter mehr. Der hat auch einen Schmarrn dabei. Ich muss echt mal Farm gehen. Ich glaube, das erste Mal im Spiel, dass ich wirklich Farm gehen muss. Für Lohbehälter. Oder ich bin einfach den ganzen Kämpfen zu oft aus dem Weg gegangen. Das kann natürlich auch sein. Keine einfache Beute, aber die Teile sind. Was ist ein scheiß Kühlsaft dabei da? Und hier, wo geht's denn hier lang? Boah, jetzt hab ich gedacht, hier geht's runter, ey. Was ist denn das hier überhaupt? Ne, hier will man nicht lang. Oder komme ich hier, hoffentlich komme ich hier noch zurück? Folge den Spuren. So, dann war ich eh schon richtig, glaube ich, oder? Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Ist denn hier lang gegangen, Mensch? Eine kleine Brücke. Okay. Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Rede mit Uthet. Machen wir doch. Aber erstmal schauen wir ein bisschen um. Ich bin schon wieder so neugierig. Das ist auf jeden Fall schön. Schön schnucklig hier oben. Wir haben nur Lohe bekommen. Einer gleich. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was im Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf.
Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Wer ist Bahavas? Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre, Opfer, wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthe, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Okay. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon... Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killern. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Ein Mädchen. Sie ist bewaffnet. Oh. Okidoki, wenn wir die mal wegrotzen. Oh. Angriff, wir schicken den Rest nach, sobald sie ankommen. Oh. Okay, erledige die Fremden. Dann haben wir ja schon ein paar. Fortsetzen, es ist noch ein anderer Kopf unterwegs. Na komm. Boah. Und der denn hier jetzt? Aber Ruhe hier. Mann. Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln! Wir können sie noch erledigen. Wahrscheinlich ist hier noch einmal. Der auf einmal hier noch hochgerannt kommt. Also ganz ehrlich, ab und zu schießt sie nicht dahin, wo ich hin will. Oh, Alter.
So, kommt jetzt. Nein. Okay, der ist down. Ist gerade nur einer da. Das waren nicht die letzten. Komm mit. Ich habe oben noch Vorräte. Na, würde ich hoffen. Aber jetzt nehmen wir uns ein bisschen das Zeug hier mit. Ich weiß nie, was sie hier dabei haben. Ein Trank. Knallen wir uns da gleich mal einen rein. Okay, und hoch hier. Was ist denn los jetzt? Achso, Zwischensequenz. Alles klar. Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. Aha, ich sehe schon das Seil. Okay, die werden dann bestimmt hier runtergerutscht kommen. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Okay. Den kennen wir doch schon. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Okay, ich will aber mal schauen. Weil hier, glaube ich, könnten wir... Ah... Nicht schlecht. Links. Aber meine Schwester fangen jetzt erst an. Los, Jungs. Leg dich hin und schlaf weiter, komm. Mei, was willst du denn jetzt? Hier, Leute! Ruhe jetzt hier. Was dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Okay, es ging noch ganz gut, muss ich sagen. Hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ja, ich begleite dich schon, aber ich muss erstmal das Zeug aufsammeln hier. Eieiei. Ich will ihn nicht übersehen, ne? Absolut kein Platz dafür.
Okay, die haben alle Tränke dabei. Okay, wo gehen wir hin? Warum muss ich den eigentlich immer hochschieben? Das gibt's ja nicht. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir den kriegen, den komischen Mützenmann. Oh, ich hol mir noch Frostbeulen. Ach, erzähl doch nicht. Darüber, dann haben wir ihn. Darf ich vielleicht mein Zeug mitnehmen? So. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Sind alles Meister wahrscheinlich. Und skalpiert die Wilde. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Heiligen der Sieg. Zumindest ist das der Weg. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Tötet die Nora! Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Okay, einmal voll machen, bitte. In Bewegung! Dann machen wir mal den down hier. Lass das wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. So viele Chancen kriegt man nicht. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Deinem Sitz. Los jetzt. Okidoki. Yep. Schauen wir mal, wo da oben ist. Der war doch gerade da oben, oder? Also mir kam es jedenfalls zuvor, als wenn er da oben war. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Okay.
Okidoki. Wieder einer mehr. Ein oberstes, ein Oberhaupt sozusagen, wieder ein Oberhaupt tot. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemieden passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien und bräuchte deine Hilfe. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste, sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Okay. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian, in Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Oh, wie schön. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Okay. Die Noha sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl haben? Neue Nebenquest, Schacht zuckt der Dame. Ich wollte nur höflich sein. Wie es aber mit der Nebenquest dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. So, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, einen Kommentar oder auch über ein Abo freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den ganzen Folgen hier, mit den anderen Let's Plays, alles was ihr wollt. Genau, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.